Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LJ's Dynasty. Die letzte Folge hat mich etwas deprimiert, denn wir haben eine Stelle gefunden, die wir noch reparieren mussten an unserer Bleibe, aber es hat immer noch nicht gereicht, um die Quest abzuschließen. Schade, dass es hier nicht genauere Informationen gibt. Oder hier, Spielinformationen. Ach, hier links steht es doch. Wir waren vor allem schon mal genau in diesem, ja, in dieser Benutzeroberfläche hier drin. Und ich habe es nicht gesehen. Baumverarbeitung, nein. Spanplattenproduktion, nein. Obwohl, das zählt ja, nein, das zählt ja nicht mit zu unserer Bleibe. Also eigentlich nicht dazu, weil dieser grüne Kreis ja nicht so weit ging. Ach Mist, jetzt habe ich... Boah, wir stecken fest. Och nein. Also das passiert tatsächlich sehr, sehr oft im Spiel. Haben wir ja letztens schon mal geschafft. Ach Spiel, erst lässt du mich freuen, dann merke ich, dass die Freude doch für umsonst war. Und jetzt lässt du mich hier hängen. Oder stecken, besser gesagt. Naja, dann müssen wir ganz kurz Schnellreise machen. Wir gucken nochmal nach unseren Brettern, aber die werden wahrscheinlich immer noch bei 23, 24 sein. 24 und 24. Ja, da hat sich noch nicht so viel getan. Also, was haben wir noch nicht erreicht? Wie bin ich denn jetzt in das Menü gekommen? Hier unten, ne? Genau. Baumverarbeitung und Spanplattenproduktion. Spanplattenproduktion haben wir hier. Dann nehme ich doch jetzt... Ach, kann ich das jetzt bloß noch mit der Diele machen? Ich hätte es an sich auch ganz gerne ohne Diele. Dann würde ich nichts verbrauchen. Geht anscheinend nicht. Naja gut, dann verbrauchen wir jetzt halt unsere Dielen. Dann ist es so. Dann reparieren wir den ganzen Spaß jetzt hier einmal. Dann haben wir das noch fertig. Und dann gucken wir nochmal nach dem anderen Ding, was wir noch reparieren mussten. Vielleicht ist es ja doch mit Bleibe gemeint. Und dieser grüne Kreis, der uns auf der Karte angezeigt wird, hat eigentlich gar nichts mit der Quest zu tun. Das wäre natürlich äußerst fies. Aber es würde zumindest erklären, warum wir die Quest immer noch nicht abgeschlossen bekommen haben. Wie viel haben wir denn hier noch? Ich finde das ein bisschen doof. Jetzt mit der Diele leuchtet das nicht mehr rot, sondern es leuchtet bloß so ein bisschen gelblich. Aber es leuchtet halt gleich alles gelb, weil wir könnten alles damit erneuern. Na, jetzt. Macht es mir nicht unbedingt einfacher. Aber okay. Gibt, glaube ich, Schlimmeres auf dieser Welt. Bin mal gespannt, dass wenn wir die Dielen hier leer haben, 58 Stück haben wir noch. Oben links sehen wir es. Ach, wir verbrauchen jedes Mal zwei. Ja. Ob wir dann wieder ganz normal reparieren können, ohne Materialien zu verbrauchen. Oder ob sich das Spiel jetzt sagt, nee, mein Freund, du hast es einmal mit Dielen gemacht. Einmal Diele, immer Diele. Kann natürlich auch sein. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden, dauert nicht mehr so lange, noch 20 Mal nageln und dann ist auch schon Weihnachten. Na komm, ja. Ach, jetzt sieht das alles so neumodisch aus mit diesen Dielen. Passt gar nicht zu dem alten Holz. Gefällt mir nicht so gut. Aber ich kann die Diele halt auch, wie gesagt, nicht wegpacken, ne? Reparaturwerk. Ach doch, ich kann es. Ach Mist. Das haben wir jetzt auf einem Extraplatz liegen. Okay, schade. Naja, dann haben wir jetzt ein paar Dielen verbraucht. Egal. Sieht natürlich etwas doof aus jetzt, aber naja. Früher oder später werden wir wahrscheinlich alles mal komplett neu gemacht haben. Ich gehe zumindest davon aus, dass die Dielen auch einen Sinn und Zweck besitzen. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Dinger... Also die alten Holzstämme, Holzbretter, dass die vielleicht zeitnah wieder kaputt gehen und die Dielen einfach etwas länger halten. Ansonsten sehe ich keinen Grund darin, die Dielen zu benutzen. Nur damit es neuer aussieht, da gefällt mir eher so dieser, der Used-Look, würde man heutzutage sagen. Ein kleines Baugerüst. Wo darf ich es hinstellen? Da vorne erst. Dann stellen wir es eben erst hier vorne hin. Und es ist, doch, es ist hoch genug. Ich dachte schon, wir kommen wieder nicht aufs Dach. Das Dach sieht eigentlich ganz gut aus. Hier oben noch ein bisschen was, aber ansonsten. Ein von den Ziegelsteinen her.
oder generell die Dachziegel. Sieht es noch ganz gut aus. Klettern mal schnell auf die andere Seite. Sieht ganz schön hoch aus. Können wir eigentlich auch von hier oben Gerüst... Nein, baust doch... Es gibt anscheinend wirklich keinen Fallschaden. Ich fühle mich trotzdem nicht gut dabei. Einmal hier. Lauf doch hier hoch, bitte. Dankeschön. Einmal hier. Eventuell war mit der Quest unsere Bleibe oder eine Bleibe. Ne, repariere alle Hofgebäude. Aber das hat gar nichts mit der Quest zu tun. Diese Markierung hier in grün. Ich dachte, die ist nur da, wenn wir die Quest markieren. Ach, und es geht gar nicht hier rum, es geht hier oben. Da, wo Tante Grace ist, oder wie? Ich glaube, ich bin die Quest völlig falsch angegangen. Habe ich einfach falsch verstanden, weil wir ja gleich von Anfang an dort reparieren sollten und wir ja auch dort hausen. Aber es scheint einfach drüben zu sein, bei Onkel und Tante. Naja, wir gucken mal. Zumindest schon wieder eine neue Hoffnung, dass wir die Quest bald mal abschließen werden. Was ist denn jetzt noch hier an dem Ding kaputt? Ich sehe nichts mehr Kaputtes. Kam aber auch keine Meldung. Und hier steht ja auch noch Spanplattenproduktion. Nicht Funktion... Ach, hier. Die hier, dankeschön. Einmal da. Und hier. Wir haben es geschafft. Spanplattenproduktion, sehr gut. Dann ist es jetzt bloß noch... Baumverarbeitung. Das ist doch eigentlich das Ding hier drüben, oder? Bretterproduktion und Sägewerk-Hauptgebäude. Holztrockner. Den haben wir ja eigentlich schon. Ja, gute Frage. Baumverarbeitung kann vieles sein. Einerseits werden die Bäume hier verarbeitet, hier werden die geschnittenen Bäume verarbeitet. Naja, wir laufen jetzt erstmal zu Onkel und Tante und gucken, dass wir dort noch etwas reparieren. Wenn wir jetzt wirklich nur das Gebäude hier drüben wieder auf... Kauf dieses Waldgrundstück. Enter. Achso, gestimmt. Wir konnten die Sozialpunkte ja für Ermäßigung benutzen. Dann würde es nur noch 2800 kosten. Und dafür 5000 Sozialpunkte. Warum steht hier oben 980 Euro? Das verwirrt mich. Voller Kaufpreis wäre das oder du verwendest das? Ich kann vor allem nirgendwo draufdrücken, obwohl wir ja... Achso, wir haben keine 2000 Dollar, ne? Ja. Die 980 waren das, was wir aktuell besitzen. Hat sich die Frage auch geklärt. Nagelpistole in die Hand. Grace ist gut gelaunt, Charles auch. Eine Bleibe zeigt hier oben drauf. Also gucken wir jetzt nochmal hier nach den Gebäuden. Aber, achso, ja doch, nee, die sind nicht alle in Schuss. Kriegen wir hier ein Tor auf? Ja. Lasst uns mal schnell hier reingucken, aber das Gebäude scheint noch voll in Ordnung zu sein. Okay. Hier aber muss definitiv nochmal Hand angelegt werden. Und das tun wir jetzt auch schnell. Und dann lass mich bitte, bitte, bitte diese Quest abschließen. Die verfolgt uns jetzt schon seit Folge 1. Und ich hasse das, wenn Quests so lange... Ich bin mit den Reparaturen fertig. Der Hof sieht jetzt viel besser aus. Du bist wirklich klasse. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar wir sind. Hier, nimm das. Es ist nicht viel, aber immerhin etwas. Du hast uns schon sehr geholfen. Aber klar, die große Sache. Das Sägewerk braucht jetzt die meiste Aufmerksamkeit. Glaubst du, du könntest die dazugehörigen Gebäude reparieren? Eins garantiere ich dir. Wenn das Sägewerk wieder funktioniert... Kannst du es betreiben, solange du hier bleibst. Fäll die Bäume, verarbeite sie im Sägewerk und wir teilen dann den Gewinn. So kannst du Geld verdienen. Was meinst du? Alles klar, das Spiel ist tatsächlich davon ausgegangen, dass wir die Quest um einiges eher abschließen, weil wir haben das Sägewerk schon gut benutzt. Gewinn teilen finde ich eigentlich nicht so in Ordnung, weil der faule Sack macht ja nichts. Wir müssen die Bäume fällen, wir müssen die entasten, wir müssen die zerteilen. Wir müssen die in den Fluss werfen, zum Sägewerk transportieren. Na gut, das macht der Fluss. Aber trotzdem, mit dem Gabelstapler, den haben wir uns selber erarbeiten müssen.
Was hat er uns überhaupt gegeben? Ich sehe es noch gar nicht. Wahrscheinlich erst nach der Konversation. Aber ja. Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir jetzt Nein sagen. Ob wir tatsächlich das Spiel so spielen könnten, dass wir jetzt plus 2 Wochen hier ein bisschen helfen und danach düdelüt, tschüssi. Oder ob der uns dann doch noch überredet. Ich will es nicht ausprobieren. Wir schlagen ein auf unseren Onkel. Onkel, da schlage ich ein. Was haben wir bekommen? Ja, Sozialpunkte, die wird er uns ja nicht gegeben haben. Die hat er ja nicht in der Hosentasche. Geld haben wir nicht bekommen. Und gut, 20.000 Sozialpunkte ist schon was. Was macht er? Wir haben nichts bekommen, außer die Sozialpunkte. Also, wir haben erstmal die Quest erfolgreich absolviert. Und beim Jubel habe ich mir tatsächlich gegen das Headset gehauen und etwas das Ohr verletzt. Deswegen wird es jetzt 8 Jahre keine Let's Plays mehr geben, weil ich nicht mehr richtig hören kann. Tut mir sehr leid. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Nein, Spaß natürlich. Es wäre bloß dieses kleine, mistige Gebäude hier gewesen. Wir haben nicht mal das Dach repariert. Wir haben hier 2 Nägel reingehauen. Naja. Wir sollen das Sägewerk weiter reparieren. Wir haben es ja eigentlich schon so gut wie fertig. Bloß die Baumverarbeitung, die ist noch ein bisschen doof. Gewächshaus, Feuchtigkeit niedrig, aber wir hatten doch die Bewässerungsanlage an. Rinde gelagert haben wir, Sägespänensilo. Wir haben also auch Sägespäne. Kraftstoff auf Lager. Da müssen wir wohl ab und zu nochmal den... was war denn da oben? Sah so aus, als wäre der Transporter gleich umgekippt. Müssen wir eventuell ab und zu mal noch den Kraftstoff-Heini anrufen, dass der mit seinem Laster vorbeikommt und unsere Tanks hier wieder auffüllt. Naja, mal gucken. Welche Quest ist denn aktuell aktiv? Die große Aufgabe. Repariere alle Hofgebäude. Jetzt suchen wir wahrscheinlich wieder. Nach dem einen Nagel, der noch fehlt. Ich hoffe nicht. Wir haben eigentlich schon fast alles repariert. Ich wüsste zumindest nicht, was noch fehlt. Das Ding zeigt wieder nur oben auf die komplette Fläche. Naja, dann gucken wir jetzt nochmal schnell durch. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen so oder so Zeit vertrödeln, bis die Bretter trocken sind. Scheint aber auch nicht unbedingt die beste Trocknungsanlage zu sein. Wenn die 10 Tage braucht. Also weiß ich nicht, kann natürlich auch sein, dass das eine super Zeit ist, wenn es um Holztrocknung geht. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube fast nicht, dass das in Wirklichkeit so lange dauert. Was ist denn mit dem Gebäude hier? Das müssen wir wahrscheinlich noch reparieren. Dann machen wir das doch. Na komm. 1 und das da oben. Ach Mist, wir kriegen es nicht. Hier das Tor noch schnell gefixt. Alles gut. Haben wir auch hier drüben. Das war das oben. Das machen wir dann gleich mit dem Gerüst. Wir gucken nochmal eben auf die Seite. Ich hoffe mal, dass es bloß noch das Gebäude hier ist. Dann wären wir in den letzten Folgen sehr, sehr gut vorangekommen. Alles repariert, Sägewerk angefangen. Einen Greifer bekommen. Traktor. Und so weiter und so fort. Eine Angel. Stimmt, angeln wollten wir noch. Ist aber gar keine aktive Quest, ne? Da brauchen wir noch ein Gerüst. Ich mache erstmal alles, was ohne Gerüst geht. Und dann bauen wir noch schnell 1-2 Gerüste auf. Damit wir hier fertig werden. Kriege ich auch nicht hin? Nö. Hier drüben. Hier ist noch etwas kaputt. Hier oben noch. Nö. Hier drüben aber noch. Ach, diese schöne Reparaturen. Die machen doch richtig Spaß. Sind gar nicht einseitig oder so. Nein. Aber es ist halt auch ein Simulator und es gehört dazu. Ich finde trotzdem, man hätte ein bisschen weniger machen können. Also zumindest, dass man statt, weiß ich nicht, gefühlt 30 Punkten, die wir hier an dem Haus gerade nageln müssen, vielleicht 10 oder 15 hat. Hätte auch gereicht. Aber naja, wir sollen halt auch arbeiten für unser Geld. Obwohl, was heißt Geld? Wir kriegen ja nicht mal Geld. Wir sollen arbeiten für
Gegenstände. Hey, was ist denn jetzt? Hey, eigentlich wollte ich das Gerüst hier dran bauen. Ist natürlich nicht so dolle. Nö, hier, danke. Einmal hier oben. Dann ist die Nagelpistole oben, wird man dich loben. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht noch aufs Dach müssen. Hier und hier. Hier drüben noch. Und dann brauchen wir gleich wahrscheinlich noch... Ne, hier brauchen wir noch kein Gerüst, aber... Für die Innenseite da drinnen dann und für das wahrscheinlich, ne? Genau. Okay, dann nochmal schnell ein Gerüst. Wow, wie viel Gerüst hat er denn jetzt hier auf... Ach nee, ich dachte, er baut die alle auf einmal. Gibt anscheinend viele Punkte. Hä? Was war denn das jetzt? Ne, das war mit der Holzdiele, ne? Nö, Holzdiele lassen wir. Da können wir später mal gucken, aber das ist Luxus. Ach Mist, das Dach ist noch kaputt. Das hier, am Ende ist das überhaupt nicht wichtig, dass wir das gerade machen, weil das Gebäude einfach nichts mit Holzverarbeitung zu tun hat. Aber wir werden es halt auch nicht rausfinden, ohne dass wir es hier getan haben. Darum Augen zu und durch. Das ist dann von innen wahrscheinlich. Also bauen wir hier mal noch ein Gerüst hin. Na komm, lauf. Hier. Und hier drüben haben wir auch noch... Das haben wir doch gerade repariert. Ich bin doch nicht doof. Das untere habe ich da auf jeden Fall repariert und das obere hat gefehlt. Also ich glaube, das Spiel möchte uns wirklich teilweise ein bisschen verarschen. Schon wieder. Das haben wir doch gerade repariert. Was soll denn das? Jetzt drehe ich mich einmal rum, gucke wieder hin und es ist... Nö, jetzt bleibt es natürlich ganz. Natürlich. Das ist echt fies. Es merkt es sich nicht zu 100%. Haben wir es jetzt. Immer noch nicht fertig. Also müssen wir wahrscheinlich doch nochmal aufs Dach. Können wir jetzt hier noch ein Gerüst? Nö. Können wir natürlich nicht. Dann baue ich hier eins hin. Nö, wäre nur da drüben gegangen. Komm, in der Luft gebaut. Habt ihr das gesehen? So krass sind wir unterwegs. Dann nochmal hier schnell aufs Dach und dann hoffe ich doch, dass wir es bald geschafft haben. Das Dach ist völlig in Ordnung. Und ich sehe auch nichts Rotes mehr. Also entweder haben wir es wieder komplett für umsonst gerade gemacht, weil das Gebäude gar nicht Teil des Spielplanes ist. Und ich glaube fast, dass es so ist. Ja, super. Hätten wir gar nicht reparieren müssen. Zumindest jetzt noch nicht. Ach, ist das schön. Dann sollte es uns vielleicht auch nicht angezeigt werden. Naja, ein bisschen Kritik am Spiel muss sein. Ich gebe immer nur meine ehrliche Meinung ab. Es macht an sich eine ganze Menge Spaß. Ansonsten würde ich es nicht let's playen oder hätte schon längst gesagt, wir lassen den ganzen Spaß hier. Aber nein, es macht tatsächlich Spaß. Ich finde es auch sehr cool gemacht. Generell auch mit dem Reparieren und Sägewerk und so weiter. Aber zwei Minuspunkte gibt es bis jetzt und das ist einmal zu wenig Tipps und Tricks, gerade jetzt in dem Bereich hier. Und andererseits auch das Reparieren. Einerseits viel zu viel und andererseits halt auch unnötig, weil es einfach nicht angezeigt wird, ob das jetzt gerade das ist. Also ich fände es cool, wenn man in der Quest schon direkt sehen würde, was genau noch fehlt oder was nicht. Soll ja schließlich keine Aufgabe, also kein Suchspiel sein. Ist ja hier nicht eine Stadt voll Wimmelbildern, dass wir hier rumsuchen müssen. Es geht ja darum, dass es erledigt wird. Naja, umsonst repariert, was soll's. Holzverarbeitung steht oder Baumverarbeitung steht immer noch auf Nein. Und hier ist aber alles ganz. Ich baue jetzt erstmal schnell unsere Gerüste wieder ab. Weil mich das ehrlich gesagt etwas nervt, dass die überall rumstehen. Und hier noch. Das noch schnell abgebaut. Ich gucke die ganze Zeit schon mit der Nagelpistole. Aber hier ist eigentlich alles erledigt. Deswegen weiß ich nicht genau, was wir noch reparieren sollen. Na gut, dann lassen wir es halt sein. Dann ist es so. Vielleicht finden wir es später noch raus, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen und nach roten Sachen suchen. Wie sieht's hier aus? Feuchtigkeit. 23 immer noch, das heißt, gute 2,5 Tage müssten wir noch verbringen. Dann legen wir uns wahrscheinlich bald nochmal ins Bett.
würde sagen, wir schlafen einfach nochmal eine ganze Woche. Auch wenn es Zeitverschwendung ist, aber jetzt 2 Tage zu warten, bis wir hier weitermachen können, finde ich halt auch doof. Einerseits haben wir noch so gut wie kein Geld. Sprich, wir können kein Geld verdienen, uns auch kein Waldgrundstück kaufen. Könnten jetzt natürlich anfangen, hier noch die Bäume zu fällen, aber bevor hier alles noch nicht hundertprozentig ganz ist, möchte ich das auch nicht unbedingt tun. Deswegen beenden wir die Folge jetzt erstmal an der Stelle hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen dann gleich schlafen, eine ganze Woche lang, und gucken mal, dass wir dem James dann weiterhelfen können. Wir sehen uns morgen 20 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.